Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Ich habe meine Figur ein bisschen upgraded, jetzt hier jetzt eine Stufe 40 Waffe. Warte mal, ich kann die auf 50 erhöhen, sehe ich gerade. Oh. Ach ne, das ist Charakterstufe. Ja, passt schon. Stimmt, die Charakterstufe habe ich auch erhöht von ihr. 50. Von ihr müssen wir dann noch Freundschaft Level 3. Okay. Was gibt's noch? Was gibt's Neues? Ankündigungen. Wird denn, bis ihr das seht, wahrscheinlich eh schon sein. Es kommt ein neuer legendären Auftrag mit ihr. Geht auf Stufe 26, glaube ich. Da bin ich jetzt so außer Atem, bloß weil ich schon runter bin. Nicht, ja genau, Stufe 26. Freischalten? Zum Starten? Ist das euer Scheiß, ernst jetzt? Man kann es auf Stufe 26 freischalten, aber man kann es erst auf 38 starten. Das ergibt doch keinen Sinn. Was ist das für ein Schwachsinn? Man guckt keine Musik mehr, jetzt. Achso, hier kommt an sich keine Musik. Es ergibt doch keinen Sinn, Alter. Das ist doch Schwachsinn. Das ist genau dieselbe Scheiße. Ich kann es jetzt freischalten, kann man auch auf Abenteuerstufe 32. What the fuck? Das ist einfach nur behindert. Ich meine, das ist wie wenn ich zu Weihnachten dem scheiß Kind ein Geschenk gebe, Alter, und dann sagt, das kannst du so erst in nächstes Jahres aufmachen. Ja, Artefakte habe ich neu ausgerüstet, die ist jetzt auf Elementarkunde. Bei Anwendung Spezialfähigkeit, bla 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 bla. Ja, okay. Spezialfähigkeit eigentlich beides? E und Q? Egal. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Mission da. Sie verfolgen. Wo müssen wir eigentlich hin? Was müssen wir machen? Kehre zurück zur Bubu-Hütte. Ah ja, genau. Wir haben ja dieses dämliche Kokos... Kokos-Ziege. Genau. Die haben wir ja nicht gefunden, nachdem sie zweimal kurz da durchgeschaut haben. Und ich habe mittlerweile gehört, dass es so schneller geht. Also wenn man den Dash macht, anstatt schnell zu laufen. Hey, Chichi. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Cocoa Goat Adepta Beast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chichi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Chichi, kannst du noch irgendwelche Hinweise geben? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an adepta beast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Huh? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Zhongli, you didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Ernsthaft? Die sucht eine Kokosziege, aber brauchst du eigentlich nur Kokosmilch? Excuse me, everyone. Did Chichi say a bad thing? Kokosmilch kommt von Kokospalmen. No. Seems Chichi took this pretty hard. Wir sollten sie nicht stören. Scheiße, wer zur Hölle bist du? Someone learned a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chichi. Might I ask who? Auch ein Adept. Ah, how rude of me.
I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Also noch ein Charakter, den wir irgendwann kriegen. Hi, man, that Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Wir sind hier in Liyue, hier kann einem nichts mehr überraschen. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. Don't mind Chengsheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last. Things are finally starting to come together. Wie viel Geld man das der auf was will? 3 million mora. Top quality. Guaranteed. Dann raub doch die Goldstube aus. 3 Millionen. You might as well just rob the golden house. Oh, but the chasing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. Hmm. 3 million. An innocuous number in and of itself. Though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhang Li, he's around 3 million short. This is correct. Direkt aber wahr. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? 20 Minuten später. Coco Goat, Coco Goat, my sides hurt. Oh my goodness, I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, Child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 mora. That's like zero difference from 3 million! Hmm. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. Okay. Der will jetzt was, oder? Ah, that lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Dieser kleine dreckige Bastard, Alter. Irgendwas hat er doch vor. Ich habe übrigens auch nochmal wieder kostenlos Steinchen bekommen. Jetzt sind wir schon bei fast 8 wieder. Na gut, eigentlich brauchen wir nochmal 8, ne? Warte, was machen wir jetzt? Okay, wir müssen wieder... Ja gut, da können wir gleich von hier aus laufen.
Was war das? Übrigens ein kleiner Tipp. Ich meine, es ist mir selber leider nie aufgefallen. Vielleicht wissen es alle anderen schon und nicht bloß nicht. Hier bekommt der Kohle. Hier bekommt er Aufwerten. Für die Charaktere EP. Bekommt er immer 10 bis 11 Stück. Was eigentlich voll der Schwachsinn ist. Warum gibt es nur 10 oder 11? Ich meine, da könnte er gleich bei 11 bleiben. Wegen dem 31 keine Sau ist beinahe. Kostet halt immer 20 von diesem Harz-Zeugs. Das Harz wird übrigens jetzt demnächst dann erhöht auf 180, glaube ich. Die Rate zum Erhöhen. Oder war es 160? Irgendwie sowas. Dass man wirklich nur einmal am Tag sich einloggen muss. Weil so war es halt immer, dass ich es zweimal machen muss. We've hired helpers. And we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Whew, finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Es war eine sehr bizarre Reise. Oh ja. Odd. Bizarr oder eher den täglichen Kampf ums Überleben der Armen. Ich bin nicht sicher, ob wir das Leben der Reichen und Mächtigen voll und ganz erlebt haben. Keine Ahnung. Ja, es kostet alles ziemlich viel. Keine Ahnung. Which is it, I wonder? Ist es euer Scheiß ernst? Die übersetzen, welches davon ist es denn? In haha, nun welches von beiden ist es? Solche Fragen, die während des Reisens aufkommen können, sind nie leicht zu beantworten. Was ist das für die Übersetzer? Warum magst du sowas? Ja, hier regt mich zu viel auf. Ich weiß, es ist ein Free-to-Play-Spiel, aber trotzdem. Warum tue ich einen Satz in zwei ja, egal. The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Du meine Güte. Oh, ah, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Lyra. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Der Drei-Becher-Rausch. Hört sich lustig an. Können wir eigentlich gleich hin, oder? Abenteuerstufe 30. Geil. Weltstufe erhöhen auf Stufe 3, Limit der Abenteuerstufe erhöht auf 35. Geil, Mann. Aber mal wichtige Info. Welche Stufe ansteigt? Okay. Werden die wertvoller. Aber die Monster werden auch stärker. 18 bis 23 Uhr. Zack. Aktuelle Zeit 3 Uhr nachts. Ja. Okay. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Komm, 3 Uhr nachts hätten wir jetzt auch noch wegen saufen gehen können, also ernsthaft. Tze. Muss ich hier extra warten? Hä? Ich dachte, es ist immer... Ja gut, es ist alles ein Hafen scheinbar. Join the adventurers. Die mit ihrem Zeug immer. Ah, da hockt er schon. Listen. Let me tell you how it is. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Also können wir endlich was Alkoholisches trinken? I ordered some wine fermented sweet rice balls for you, if that counts. Was hätte ich mir nicht denken können? If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguan's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved.
But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Teyvat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. Yeah. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguan's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Wer zur Hölle bist denn du? Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguan ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her three closest confidants in tow. Why brings she these trusted three to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianchuan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Ich werde das Gefühl nicht los, ich schaue irgendwie ein Bösewicht aus, ne? These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom. Tianchuan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw her at the Rite of Dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jiuyun Karst. Who's there? Paimon, lass uns gehen. Wait. I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yuahai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Sekretärbote? Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jiuyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianchuan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Kapitel 1, zweiter Akt abgeschlossen, der Abschiedsbesuch. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Paimon hat mal wieder was vor. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry.
Marsh. We'll see you there. Okay. Cool. Ihr sagt mir aber selber, dass ich irgendeine Drecksabenteuerstufe dafür brauche, oder? Oh oh. Nicht geil. Hä, ich hab keinen Auftrag. Hä? Jetzt können wir erstmal hier wieder was abgreifen. Ein Abschiedsbesuch, ein langer Abschied. Und jetzt? Ich hab kein Ziel. Hallo? Ich habe immer noch kein Ziel. Ich habe Ihr Spinner, ich habe eine Einladung, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. So ein Käse. Wo ist der Palast eigentlich? Sieht man den hier irgendwo? Oder warte, muss ich den Brief vielleicht lesen? Gibt's einen Brief? Scheinbar nicht. Okay. Warte mal, muss ich die Weltstufe erhöhen? Es sind noch neue Aufträge aufgeploppt, ne? Belohnung für Abenteuerstufe. Achso, ich muss ja eh dahin, ne? Okay, ich würde schon gern weiterspielen, oder habe ich es jetzt beendet, die Story? Das wäre bescheuert eigentlich. Mittendrin abbrechen ist ja dämlich. Was geht ab, Alter? Abenteuerstufe, her damit. Limit der Abenteuerstufe wurde auf 35 erhöht. Aber um die Abenteuerstufe zu erhöhen, muss ich in das eine Gebiet rein, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, was abgeht, Alter. Ha. Guyun-Türme. Hier habe ich übrigens gesehen, dass hier scheinbar. Warte mal, zack. Hier soll eine geile Insel zum Kristalle sammeln sein. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie man da eigentlich rüberkommt. Gibt es da ein Schiff oder muss man dann rüberfliegen? Oder schwimmen? Oder sich nur übereisen? Fingsu-Tümpel. Das ist da. Der Mon kriegt 200 Urgestein. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Könnte es das sein? Mal warten, weil sonst kommt man nicht hoch. Alter, jetzt so. Sonst gehen wir ein bisschen erkunden. Ich meine, klar, wir haben doch die anderen Aufgaben, diese kleinen, aber. Jetzt ist da nichts. Schweinerei. Überall ist was. Plus das, wo ich jetzt gefunden habe, ne? Hallo, ich darf hier rein, lass mich rein. Schau, ich kann sogar hochklettern. Was gar keinen Sinn macht, aber hey. Ist das eigentlich die Goldstube? Könnte die Goldstube sein.
Schau doch nach der Goldstufe aus. Ich muss wahrscheinlich wirklich meine Abenteuerstufe erhöhen, damit ich da was reisen kann. Auf dunklem Pfad. 40 Punkte. Aufstieg in den rosigen Himmel, mögliche Belohnungen. Was ist das da? Schüttes Recken. Erhöht den Gegner mit mehr als 50 LP zufügten Schaden um 30. Das ist auch nicht schlecht, das ist für den Start ist das gut. Da haben wir auch noch was. Villa Taishan. Ups. Hätte ich gestern eigentlich auch noch schnell zu Ende spielen können, wenn ich ehrlich bin, das sind nur 26 Minuten. Nehmen wir mal die Mission an. Ja, ja, bla 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 bla. Hey, Beamten Zau. Ich halte es nicht aus, was ist denn? Mir ist der Ziel angeliehen, bla bla bla. Ich kann helfen. Ach. Mich interessiert die. Hä? Okay, sie ist weg. Ich schaue mir mal lieber die Übersicht an, was das dann am Ende heißt. War da noch eine? Hä, irgendwo war doch da noch eine. Auf jeden Fall ist bei der Abenteuergilde noch eine. Hey, Schnucki. Hey there. Don't be shy. Come inside. Du bist es mir nur gekommen, mich zu sehen. Eine Schande, dass ich noch arbeiten muss, wenn ich noch nur schon Feierabend hätte. Ein wenig in unserem Frühlingsduft um. Ich bin nur ein Haufen Schminke im Vergleich zu dem, was im Inneren auf euch wartet. Das wird doch kein. Natürlich ist es das, auf höchste Qualität und niedrige Preise, bla bla bla. Mal vor, was dich erwartet. Zarten Körper, dieser wohligen Rundung, exquisite Ware, nur die schützende Form aller Farben. 12 Stunden im Ofen bleiben, bevor sie wieder das Tageslicht sehen. Es geht zwar nicht so heiß her wie bei den Offiziellen, die Qualität der Produkte steht ihnen aber nichts nach. Was? Kann ich irgendwas abgreifen? Scheinbar nicht. Sehe, dass du kürzlich ganz schön viele Abenteuer, wenn es super will, habe ich eine Anliegen für dich erfahrene Abenteuer bräuchte. Bist Suche Tian. Ich habe die Aufträge zu verteilen und sie weitergegeben. Ich, bis jetzt gab es nichts, was mich interessiert hätte und zur Zeit wie diesen braucht die Abenteuergilde jemanden, der das vorschützt. Irgendwann aufwachsen lassen. Neuer Auftrag, was macht man so als Abenteuer? Okay, ich habe hier jetzt aber auch nichts, wo mir sagen. Hä? Wie kommt denn da eine Flasche hin? Mir latschen nochmal. Bisschen durch die Stadt und dann schauen wir mal. Was wir so rausreißen können. Ob es hier noch irgend... Ich dachte mir eigentlich, hier noch irgendwo eine Aufgabe. Alter, die Ausdauer geht nicht weg. Ist das ein Bug? Was ist jetzt los? Wo zur Hölle laufe ich hin? Hä? Okay.
Ach, deswegen ist auch die Ausdauer nicht weggegangen. Ich wurde voll betrogen. Was macht man jetzt mit 55 Punkte? Genau, ich wollte euch mal das Viech da zeigen. Das wollte ich ja sowieso machen. Und nachdem wir jetzt auch stärker sind, warte mal, ist das Viech jetzt auch stärker? Ich bin mir nicht sicher. Scheißegal, wir reißen dem jetzt den Arsch auf, Mann. Sehr schön. Sollte man schon mit abgreifen, wenn man das kann. War das jetzt hier gleich? Ja, war's. Aber ihr seht schon, dass hier eine Wasserfläche ist, ne? Ah ne, das ist nur ein Bug, da fehlt das Wasser irgendwie an der Stelle. Sind das Attentäter? Blabla, wer ist die? Ja, okay. Warte mal, der Sack heilt sich. Das hat die Fähigkeit, jede erdenkliche Form anzunehmen. Alter, die ist schon echt heftig, die Fische. Oh, warte, die hat fast keine Energie mehr. Der versenkt jetzt nämlich dann die Plattform, damit sich das Terrain ändert. Ach, keine Ahnung, ich glaube, ich bin gerade zu blöd, das auszuspielen. Warum ist der jetzt tot, Alter? Was ziehen denn die Dinger ab, Alter? Warum hat denn das mich erwischt? Was ist denn das für eine Scheiße? Das Ding ist auch stärker, das ist auf 50, sehe ich gerade. Scheiße. Boah, Alter. Ich hab nichts, um die zu bekämpfen. Oh, das ist doch scheiße. Das mit der Weltstufe war eine dumme Idee. Ich zieh dir fast nichts ab, weil die wieder geheilt werden, ne? Schau dir mal das an. Alter. Okay, das ist ja arschig, ey.
Ja, die greifen mich ja trotzdem noch an. Boah. Alter, ich denke mal schon, hey, stecke ich locker weg. Aber wenn der plötzlich, keine Ahnung, 15 Stufen höher ist wie das letzte Mal, dann leck mich im Arsch. So ein Käse. Habe ich hier irgendwie Dinger zum... Eins. Alter. Die Viecher sind jetzt auch auf 40. War nicht die beste Idee, was ich gemacht habe. Aber einerseits komme ich halt mit der Abenteuerstufe sonst nicht höher, ne? No rest for the wicked. Die gehen eigentlich, die Gegner sind bloß einfach stark. Okay. Ja, ich muss dann zugeben, jetzt bin ich gerade ein bisschen genervt, weil ich keine weiteren Aufträge gekriegt habe. Und ob ich jetzt die Weltstufe erhöhen muss oder noch irgendwas machen muss, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, eigentlich mache jetzt dann den Hauptauftrag einfach weiter und dann... Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann halt wieder in der nächsten Folge. Ich werde derzeit ein paar Dailies machen und alles mögliche mal schauen. Stört mich schon gerade sehr. Und jetzt holen wir uns erstmal noch die Schmetterlinge. So. Oh ja, danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.